Hallo liebe Freunde, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zockt. Darf ich vorstellen, der Stahlpfannenexpress. Ja, zwei Züge haben wir, die bringen Stahl von hier mit diesen Dingern hier, also diesen Wagen, nachher hinten in die Warenfabrik. Dann haben wir hier schon mal Stahl und jetzt brauchen wir eben, wie man hier sieht, tatsächlich auch noch was anderes, nämlich Plastik. Möchte ich schnell schauen, da haben wir gerade einen Autosave, okay. Ja, der belädt was, logischerweise. Wir haben hier immerhin 21 mal Stahl, was wir hier auch haben, guck mal. Habe ich ja noch gesagt, werde hier noch Fegzüge hinstellen, weil hier ein kleiner Denkfehler drin war. Dahingehend, wir brauchen hier halt nicht so viele Gleise. Ganz klar, wir müssen hier ja eigentlich nur Erz und Kohle anliefern und mit Stahl wieder raus und das haben wir bereits gemacht. Wie sieht das denn jetzt aus? Der ist beladen. Jawohl, mit 22 Einheiten von 560. Also der ist auch relativ potent, der Kollege. Sieht man da was? Oh ja, guck mal. Oh, wie cool ist das denn? Habt ihr das gesehen? Ja, wahrscheinlich schon. Hier, da glüht's. Wie cool ist das denn? Sehr schön. Gut, dann glüht ihr mal. Ja, dann würde ich sagen, ich werde hier im Off wahrscheinlich noch ein bisschen bemalen und vielleicht noch mal einmal ein, zwei Fegzüge raufstellen. Ich denke, das kann ich im Off machen. Das ist ja nicht so eine große Sache. Also, falls jetzt jemand denkt, wie geht das? Das ist ganz einfach hier den. Dann haben wir hier die Wagen. Die setzen wir hier rauf. Dann haben wir hier Lokomotiven, die wir nicht haben. Aber hier hinten haben wir Lokomotiven in rauen Massen. Die kann man dann auch so raufsetzen. Also einfach als kleine Information. Da kommt gerade noch ein anderer schöner Güterzug. Guten Tag, Hallöchen. Ja, wir müssen jetzt eh gucken. Wie kommen wir denn von hier was? Da runter, beziehungsweise umgekehrt. Wir müssen... Achso, nee, zuerst wollten wir ja schauen wegen dem Öl. Habe ich da schon was... Habe ich mir da schon was überlegt? Wir müssen ja hier erstmal Öl hinbringen. Was haben wir denn gestern gleich nochmal gesagt, wenn ich das jetzt noch wüsste? Hier oben haben wir eine Ölraffinerie. Das ist schon mal gut. Wenn hier Rohöl hinkommt, die könnten wir selber setzen. Ich glaube, so weit war ich gestern schon. Dass wir hier irgendwie in der Nähe Ölquellen hinsetzen und das vielleicht tatsächlich nur mit LKWs machen. Dass wir hier nur mit LKWs Rohöl hinbringen und dann aber das Rohöl hier runter und auf dem gleichen Weg geht es wieder zurück. Dann aber nicht hierhin natürlich, sondern zur Warenfabrik da oben. Ja, das wäre etwas, das würde mir eigentlich Spaß machen. Dann machen wir das mal. Dafür brauchen wir ja eine Straße, hätten wir. Aber ich denke, da könnte man auch noch eine Umfahrung machen. Achso, nee. Ich bin schon wieder eins weiter. Erst. Was ist denn das hier? Ach. Haben wir hier, Kollege? Guck mal, genau. ICE. Da fahren sie raus. Das sind die neuen Züge, die wir noch gemacht haben. Das haben wir am Schluss gemacht. Stimmt. Also, da brauchen wir hier Ölquellen. Wir setzen die mal. Ich habe auch diese DDR-Mod jetzt rausgenommen. Das wurde mehrfach geschrieben. Die verändert sonst die Warenketten. Und die hatte ich eben drin. Und dann, ja, hast du komische Warenketten. Also nicht komische, aber halt andere. Und ich wollte ja schon die ursprünglichen haben. Wo haben wir denn Rohöl? Das hier wäre Rohöl. Also eine Ölquelle. Zufahrt an, automatisch upgraden. Ja, ja, auch an. Wenn wir das jetzt mit LKWs machen wollen, dann würde ich sagen, wir machen hier hinten irgendwie einmal so ein Teil hin und einmal hier. Da, das hängt bereits dran. Zack, einmal diesen hier. Dann schnappen wir uns eine Straße, und zwar eine städtische. Die geht mal hier rein und dann würde ich das eigentlich gerne bereits upgraden hier. Dass wir hier eine schlauere Straße haben, die uns nach hier hinten führt. So, einmal diesen. Würde passen. Das müssen wir hier noch anschließen. Oder wir machen hier mal auch noch die andere Straße hin. So, das hat auch funktioniert. Du gehst du hin bis dahin. Dann ist das abgeschlossen. Zack, einmal da rein. Da würde ich aber sogar... Ja, so ist glaube ich besser. Das Ganze noch gerne so haben, dass wir hier noch runtergehen. Dann müssen die irgendwie nicht zurück... Jetzt könnten wir hier eigentlich ein LKW-Port machen. Das müsste doch theoretisch funktionieren. Wenn wir hier so einen Ölkollegen hinstellen. Moment, das sind aber die Depots. Das bringt natürlich nicht viel. Wir brauchen das hier. Die glitzern wieder, beziehungsweise funkeln. Was ist das hier? Schlammverladung. Ich gehe mal hier hin, da kann ich es rausnehmen. Ja, hat mit Öl nicht viel zu tun. Wir haben natürlich das eine Ölding, hätten wir. Mülltonnen haben wir hier auch noch, okay. Bin ich denn richtig hier? Doch, bei Güter. Den wollten wir da auch mal nehmen, aber der passt irgendwie auch nicht hier hin. Und hier ist halt tatsächlich das Problem, das flackert das Ding. Würde aber, glaube ich, beide abdecken. Wenn wir, sagen wir mal, hier reingehen.
Ja, ist zu groß. Nee, kommt, wir machen was anderes, was Normales in dem Sinne. Das war den Kollegen nehmen und dann machen wir hier Anzahl Terminals, da brauche ich nur zwei. Darf gerne ein bisschen länger sein, der Kollege. Tram brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Einfahrt, Länge, Verbindungsstraße. Hui, was man hier alles einstellen kann. Boden. Ja, Asphalt wäre so falsch nicht. Beleuchtung, Querverbindungen brauchen wir nicht. Das wäre dann so. Wenn wir dich hier ranhängen. Oder hier oben. Also hier. Moment, einmal den. Ja, kommt nicht drauf an. Funktioniert für beide. Okay, machen wir mal zack hier hin. Sehr schön. Dann schauen wir hier hinten. Hier bräuchten wir auch noch sowas. Warum nicht gleich nochmal das gleiche, würde ich sagen. Auch wieder mit zwei Linien. Brauchen wir hier noch einen Bahnhof? Im Prinzip ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Wir wollen dann ja mit dem Öl da runter. Mhm, da brauchen wir einen Bahnhof. Das würde für mich heißen. Dann machen wir dich irgendwie hier hin. Dann mit plus minus so. Ja, sanft drehen. Damit das irgendwie hier vernünftig dranhängt. Zack, einmal diesen. Dann brauchen wir eine neue Linie. Kann ich das eigentlich auch? Oh ja gut, aber hier wieder konfigurieren mit Gebäuden. Nee, geht eh nicht. Aber wir könnten natürlich Freigebäude hinsetzen. So ist es nicht, dass wir hier noch ein bisschen was haben. Ich mache mal hier ein, zwei Gebäude hin. Weil ich weiß, wo sie sind. Mittlerweile... Ui, da habe ich aber echt gerade das Größte erwischt. Das muss dann doch nicht sein. So, sieht einfach ein bisschen lebendiger aus, finde ich. Wenn man es so hat. Zack, einmal dich hier hin. Bauen wir da noch eine Zufahrt von der Straße her. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Das steht irgendwie auf einem Dingens drauf. Moment, hier noch so ein Teil. Und hier noch so ein Teil. Ich mache das mal nochmal weg. Das gefällt mir so nicht. Müssen wir das ein bisschen runtersetzen? Wahrscheinlich ja. Oh Gott, welches war es denn? Nein? Das war's. Okay, gehen wir mal ein bisschen runter. Ja, da sind wir halt so unterwegs. Okay. Ist jetzt der Stein im Weg? Komm, der kann doch weg. Das ist doch kein Ding. Ich finde das irgendwie ein interessantes Gebäude. Mach mal. Wir machen das mal so. Hier hin. Okay, einmal Bagger, Stein weg. Ja, das muss glaube ich so einfach aussehen. Okay, jetzt eine Straße dazu. Nicht weil wir es brauchen, sondern damit das ein bisschen besser aussieht. Irgendwie sowas in der Richtung. Kann ich wahrscheinlich nicht anschließen, nein. Aber ich kann ein bisschen drunter. Dann kommen wir hier mit der Straße auch hin. So, dann passt das bereits. Aber das ist halt immer noch irgendwie, seht ihr das? Das ist auf so einem Sockel drauf. Das gefällt mir tatsächlich nicht. Ich kann es aber nicht ändern. Weil sonst wird das Gelände tatsächlich verformt. Ich mache das nochmal weg. Ich finde das nicht schön, wenn das da drauf steht. Das machen wir anders. Kommt, wir haben noch andere Gebäude. Irgendwas. Ja, das ist natürlich schon hier cool. Allerdings, doch, es geht. Dann kommt das hier hin. Zack, einmal diesen. Dann haben wir ja auch eine Zufahrt und da steht nichts irgendwo drauf. Ja, hat doch was. Ich finde halt einfach diese Teile hier sensationell. Jetzt werde ich hier noch ganz schnell kurz malen. Maltool. Asphalt. Gerne den mal hier. Ein bisschen zurück mit dem Teil. Hier Asphalt. Okay, hier Asphalt. Und hier hätten wir gerne auch nochmal Asphalt. So, dann sieht das ein bisschen besser aus. Jetzt ist das hier hinten aber Käse. Kann ich das mit dem hier nochmal kurz korrigieren? Jawohl, sehr schön. Gut, passt. Dann haben wir hier die Industrie fertig. Hier fahren sie rein. Sehr schön zugemacht habe ich hier nichts. Nö, das passt. Habe ich jetzt die Linie schon gemacht? Ich glaube nicht. Vor lauter Gebäude setzen. Einmal den. Dann düsen wir hier hin. Okay, und da brauche ich noch im Prinzip... Ja, wir brauchen ja nur eine Linie. Wir machen aber trotzdem noch eine zweite. Kommt, wir machen es anders, damit wir hier mehr Verkehr haben. Statt dass wir irgendwie das Teil für beide nehmen, werde ich uns hier nochmal so ein Teil gönnen. Das ist absolut unnötig, das ist klar. Mir geht es darum... Ja, dann reicht aber, wenn wir eine Lane haben. Mir geht es darum tatsächlich, dass wir mehr Verkehr haben hier. Finde ich schöner. Ja, einmal zack, so. Okay, jetzt nochmal schnell die Linie aufrufen, die neue. Das wäre hier zum Abzweig. Das wäre dann für uns Rohöl. LKW für die Plastikfabrik. Nee, für die Ölraffinerie. Rohöl, LKW, Raffinerie.
Dann machen wir das so. Ich kopiere das mal. Okay, nehmen wir. Zack, haben wir es. Jawohl, haben wir. Dann brauchen wir eine zweite neue Linie. Wäre von hier ebenfalls nach hier hinten. Hier rein. Und das wäre dann logischerweise die Römisch 2. Sehr gut, das haben wir. Jetzt brauche ich noch ein Depot. Das würde hier natürlich auch noch gut hinpassen. Depot. Eine Garage oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, jetzt habe ich hier die Brücke an der Angel. Lass mich mal hier kurz raus. Dankeschön. So, ich muss das irgendwo auspacken, wo nichts ist. Dann geht es definitiv besser. Die Brücke natürlich sehr schön, macht aber nicht viel Sinn. Was haben wir hier denn noch? Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Wir haben hier halt wieder Sachen, die nicht funktionieren. Aber die Garage funktioniert definitiv. Dann kommt hier die Garage hin. So ein bisschen noch ans Gleis ran. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen was davon, wenn wir mit dem Zug lang düsen. Zack, einmal so. Ne, das ist ja von krumm nach schief. Herr Heisenberg, machen Sie das ein bisschen gerader. Moment, wo haben wir es denn? Hier war es. Genau. Ein bisschen drehen. Ich habe gerade was anderes überlegt, nämlich, dass ich hier noch gerne Blumen dann hätte. Ja, so ist doch okay. Zack, einmal den. Dann kurz hier den. Vanille, Lavendel. Tagzug. Machen wir hier mal ein bisschen Lavendel. Jawohl, sehr schön. Das sieht doch cool aus. Ach, ich liebe diese Texturen. Man müsste wirklich viel mehr noch machen mit denen. Das sieht natürlich einfach gleich gut aus. Jetzt ist die Straße hier. Die ist in dem Sinn fertig. Das ist natürlich auch irgendwie Käse. Wir bräuchten sie gar nicht, wenn man es genau nimmt. Wisst ihr was? Ich werde einfach der Komplettheit halber hier das Ganze noch so machen. Die Kurve habe ich, jawohl. Dass wir irgendwie hier lang düsen. Und hier wieder runter. Kann man das so machen? Ich denke mal ja. Allerdings mir gefällt halt gerade besser. Und gerade wäre dann plus minus so. Ja, da kann ich nicht lang. Da ist das Gebäude. Jawohl, so hier rein. Okay, jetzt haben wir hier nochmal Fläche. Jetzt werde ich hier nochmal kurz malen. Und danach gehen wir dann aber zu den Fahrzeugen, logischerweise. Nicht Lavendel. Hier machen wir mal Wildklette. Wildklette klingt doch auch gut. So, dann haben wir es hier doch noch ein bisschen grün. Ist das Wildklette? Jawohl, das ist Wildklette. Okay, hier ist Wildklette und dann haben wir hier vorne noch ein bisschen was anderes, nämlich Wildblauhut. Ja, sieht eigentlich ähnlich aus. So, einmal runter und einmal gucken. Ja, sehr nett. Das macht halt schon wirklich einfach extrem viel aus. Man könnte jetzt natürlich hier auch noch ein bisschen was machen. Ich würde das für den Moment aber tatsächlich bei dem belassen und die Fahrzeuge kaufen. Wir brauchen Fahrzeuge, die Rohöl transportieren können. Hätten wir hier. Schöne Kesselwagen, würde ich sagen. Ja, zum Beispiel sowas. Dann haben wir hier 10 Varianten. Machen wir gleich auch mal. Mit Doppelklick. Ja, das sind einige. Dann haben wir hier die 1. Und dann kaufen wir gleich nochmal welche. Hier nochmal, zack, den. Da hätte ich auch noch gern welche. So, damit hier wirklich Betrieb entsteht. Das wäre dann, zuweisen, die Linie 2. So, das haben wir bereits. Da sehen wir die ganze Armada rauskommen. Ah, schön. Wunderbar. Verkehrsdecke, während hier hinten gerade, wer ist es, ein TGW? Tatsächlich der TGW daherkommt. Dem tut das Depot hier gut, optisch finde ich. Und dem tut auch das, was wir hier hinten haben, gut. Der Strecke. Weil hier war ja vorher gar nichts. Also die, doch die Raffinerie, die war vorher. Aber hat natürlich das Ganze außenrum nicht. Ja gut, dann macht euch mal auf und bringt nach... Ja, also holt da hinten Öl. Man sieht, da liegt eh schon was. Und dann können wir von hier mit dem Öl, mit der Bahn darunter. Jetzt ist aber blöd. Jetzt habe ich natürlich gerade gesehen. Ich wollte eigentlich in die Gleise rein. Das ist aber halt tatsächlich die Hybridstrecke. Das ist natürlich Käse. Und warum haben wir hier noch einen Damm, der irgendwie... Moment. Da würde ich gerne auch noch kurz was machen. Und zwar... Mit Bäumchen würde ich vorschlagen. Irgendwie mit dieser Diversität, die wir hier haben. Ziehen wir mal nachher hinten. Ziehen wir hier mal noch rein. Da einmal so. Und da müssen wir aber wieder gucken, dass wir nichts auf dem Gleis haben. Ja, das sieht doch auch gleich schon wieder 10-mal besser aus. Bisschen Wald da hinten kann nicht schaden. Einmal den.
So, jetzt bräuchte ich ganz kurz ihn hier und dich. Dass wir hier die Schienen wieder befreien. Schon interessant, dass bei Straßen tatsächlich, da wird kein Baum gesetzt. Aber bei den Schienen, die haben in dem Sinn dann die Bäume drauf. Müsste aber soweit passen. Ja, da kommt man lang. Das funktioniert ja damals auch okay. Ja, jetzt. Hier ein Bahnhof. Jetzt ist natürlich clever. Dahingehend. Jetzt habe ich extra im Prinzip das LKW-Portal hier hingestellt, damit ich hier den Bahnhof hinstellen kann. Das funktioniert so nicht. Wir gucken mal, wo wir den Bahnhof hinkriegen. Irgendwie wäre es natürlich auch nett, zum Beispiel hier. Wo wollen wir denn hin mit dem Gleis? Haben wir hier auch noch ein Gleis? Hier haben wir eins, aber da haben wir noch nicht fertig gebaut. Das führt uns da in den Bahnhof rein. Das haben wir sozusagen schon mal vorreserviert. Hier hätten wir Gleis. Das geht dann hier runter. Nach da geht halt wirklich gleich mal gar nichts. Und hier steht schon einer. Ob das jetzt so clever ist, hier nochmal irgendwie... Ja, jetzt fährt er wieder, während hier gerade der Hybrid kommt. Ja, ich würde sagen, da machen wir halt zum Großteil tatsächlich eigene Gleise. Es wird kaum anders gehen. Tag, Kollege. Auf dem Weg nach Leipzig, würde ich sagen. Oder nach Berlin. Moment, wir sehen's. Ne, sogar nach Tropical Island, logischerweise. Aha, mit 300 km/h. Gut, also, Bahnhof. Hier oben, ein Güterbahnhof. Ich finde das gar nicht schlecht mit irgendwie hier so schräg. Also das muss halt einfach funktionieren. Das muss dahingehend funktionieren, dass wir einen Anschluss haben. Ja, da haben wir das Ölteil. Da müssen wir einen Diesel nehmen. Ja, aber das hätte ich gerne. Das hätte ich tatsächlich gerne. Wie viele Gleise brauchen wir? Im Prinzip, wir müssen nur das Öl da runterbringen. Danach müssen wir hier höchstens noch durchfahren. Würde heißen, ein Gleis reicht. Oder wir machen hier mal noch mehr Pumpen. Ein Gleis reicht. Tanks machen wir. Und wir machen das ein bisschen größer. Verbindungsrohr, machen wir das hier, dann machen wir das hier. Unbenanntes Tor ist geöffnet. Hersteller, machen wir mal den. Typ, Hochgeschwindigkeit, ne, brauchen wir nicht. Fasslagerung 100%, Brennstoffverbrauch 0. Okay, ich dachte, wir können vielleicht noch ein Durchfahrtsgleis machen, aber haben wir hier nicht. Anzahl der Pumpen und so weiter. Oh, das ist natürlich ordentlich, aber das passt natürlich hier auch noch hin. Das ist ja sehr schön. Ne, ich wollte eigentlich nicht rauf. Ich wollte tatsächlich einmal drehen. Weil wir brauchen das Gleis natürlich irgendwie so. Ja, das muss halt andocken. Haben wir hier noch eine Straße? Ne, das ist das Gleis dann gleich. Da hinten ist die Straße. Dann sind wir zu weit weg. Das können wir so, glaube ich, gar nicht machen. Wenn ich dich drehe, das Gleis weiter unten ist... Haut mich irgendwie nicht um, muss ich gestehen. Vielleicht doch eher so. Ja, machen wir dort das Gleis. Irgendwie muss das halt andocken. Wir kriegen sonst da das Öl nicht. Ist relativ logisch. Da hätten wir die Straße. Also so wird es eigentlich auch gehen. Dann müssen wir es mal so machen. Wir können dann hier aber nicht durchfahren. Ja, ich mach's mal. Ich baue mal und gucke mal, was wir da haben. Also, das sieht natürlich hier zusammen mit der Raffinerie schon relativ stark aus, finde ich. Hier haben wir die Straße und wenn ich jetzt die Straße hier anschließe, dann müsste es doch eigentlich so sein, dass wir hier dranhängen. Mal gucken. Ja, nö, eigentlich nicht. Weil das hier nicht dranhängt. Da können wir noch schnell gucken. Ja, das hängt halt nicht dran. Da wird es dranhängen. Sehe ich das richtig? Jawohl. Okay, machen die Straße so. Dann geht das da rein. Und jetzt müsst ihr eigentlich hinhauen. Moment. Ein bisschen raus. Jawohl, jetzt kriegen wir hier Öl. Passt. Die Zufahrtsstraße ist gelegt. Die Eisenbahn, die haben wir hier. Heißt dann natürlich, wir müssen hier mit einem Diesel arbeiten. Das ist auch ganz klar. Weil wir haben keine Oberleitung. Das wäre auch viel zu gefährlich hier. Während hier unsere LKWs unterwegs sind. Jawohl, gut beladen. Sehr schön, das funktioniert also bereits. Wo müssen wir denn hin? Jetzt haben wir gesagt, wir machen ein eigenes Gleis. Ja, vielleicht sogar an die Linie ran. Ne, das finde ich irgendwie auch doof. Da runter müssen wir. Ja, ein bisschen durch Städtchen durch. Hier vielleicht unter den Brücken durch. Dem See entlang. Irgendwie hier. Und dann hier mit einer Brücke oder in die Brücke rein, rüber, ausfädeln. Und irgendwie hier unten durch. Allerdings haben wir dann hier natürlich allen Herzens genau noch ein Gleis im Weg. Wisst ihr was? Wir machen hier erstmal den Bahnhof hin. Was wir haben, das haben wir.
Einerseits kommt Öl an, andererseits muss dann im Prinzip auf dem gleichen Gleis, nicht auf dem gleichen Gleis, aber auf dem gleichen Gleis zurückkehrend, der Plastik dann zurück. Das heißt, wir brauchen hier zwei Gleise. Stimmt diese Überlegung? Ich hoffe ja. zwei Gleise, Länge machen wir so. Oberleitung. Ja, brauchen wir, weil wir mit dem Plastik dann nicht unbedingt eine Güterlok haben. Ihr könnt aber auch wieder mal eine Güterlok, eine Diesellok meine ich natürlich. Wir könnten hier mal wieder Kollege Kopfbahnhof bemühen. Hier haben wir so an die Straße ran. Und dann gefällt mir das schon. Dazu eine Straße. Damit das dranhängt. Jawohl. Hat einmal diesen. Wir sehen, das hängt dran. Das ist schon mal gut. Also, und jetzt mit dem Gleis. Oberleitung haben wir, jawohl. Irgendwie nach hier hinten. Wie wär's denn, wenn wir hier reingehen? Das führt uns darauf. Da könnten wir höchstens dann mit einem Bogen zurück. Finde ich jetzt auch nicht ideal. Das ist halt fast zu weit weg. Was sind das denn für Gleise hier? Wer verkehrt hier? Weißwasser. Schau mal an, Weißwassertreibstoff ist eh eine Güterzuglinie. Ja, aber irgendwie ist es doch nicht so der Bringer. Da kommt gerade ein Zug. Dann hier um die Kurve, es ist halt viel weiter, als es sein müsste. Ach, da kommt aber tatsächlich, da kommt aber ein Regio. Fahren hier zwei hier drauf? Ah, hier fahren zwei hier drauf. Jawohl, IR5. Beach Resort Weißwasser, der ist ja auch noch unterwegs. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen hin und her gerissen. Irgendwie hätte es natürlich schon einen gewissen Reiz. Zum Beispiel eingleisig das Ganze zu führen. Also, dass wir hier oben den machen und hier an die Hybridgleise rangehen. Hier unten durch, hier folgen und hier ausfädeln. Ich würde das tatsächlich so machen. Nicht in die Gleise, sondern an die Gleise ran. Finde ich eine gute Idee. Lass mich mal ein Gleis schnappen. Nehmen wir da einen Hochgeschwindigkeitskollegen? Nein, ich würde sagen, wir nehmen so ein Gleis. Jetzt müssen wir es aber trotzdem, den Bereich müssen wir hier mit der Oberleitung machen. Weil diese Gleise, die wir jetzt legen, die nutzen wir nachher natürlich auch für die Plastik, für den Plastiktransport zur Warenfabrik. Also da müssen wir hier tatsächlich das Ganze mit Oberleitung haben. Hier im Bahnhof drin nicht, das ist auch klar. Da einmal diesen, mal gucken, ob ich hier reinkomme. Ja, weil es gibt so eine Straße, da funktioniert es irgendwie nicht. Jetzt haben wir natürlich wieder genau hier, wo unsere LKWs fahren, dann allen Ernstes einen Bahnübergang. Naja gut, wenn das zu viel Stau führt, ganz klar. Wir sehen hier unten, hier sehen wir auch schon Stau. Das muss ich mir schnell ansehen. Terminals, die sind aber auch im gleichen Terminal drin. Das muss natürlich nicht sein. Machen wir das mal so. Hier hinten haben wir wahrscheinlich keinen Stau. Ne, hier ist okay. Hier liegt ein bisschen was rum. Hier geht's, beziehungsweise hier liegt nichts rum. Ja, ich denke mal jetzt mit den Terminals sollte das hier dann hoffentlich auch. Oder haben sich die schon aufgehängt? Ne, sie fahren noch. Aber sagen wir mal so, es ist jetzt nicht wirklich ideal. Wo wird denn der hin? Der fährt jetzt wieder zurück wahrscheinlich, weil ich ein neues Terminal angewählt habe. Aber guck mal, jetzt verteilen sie sich hier auf diese beiden Terminals. Das ist eigentlich genau, was wir wollen. Sehr gut. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Fahren und beim Arbeiten. Wo fährt der hin? Er müsste eigentlich schon dahin zurück. Wir warten noch ein bisschen. Jetzt haben wir auch noch Privatverkehr hier drauf. Ist es denn wahr? Der fährt auch in die Richtung. Wo ist denn hier die Linie? Ja, eigentlich schon wieder zurück. Ja, das ist, weil ich die Terminals geändert habe. Gut, also. Hier haben wir das. Wir schnappen uns ein Gleis. Zweigleisig wird es dann natürlich noch. Und gehen nicht ans Gleis ran, weil ich möchte hier unten durch. Das heißt, wir machen das so. Dann hier irgendwie unten durch. Mal gucken, ob das geht mit der Oberleitung. Nee, da können wir noch ein bisschen in die Richtung. Besser mit der Oberleitung. Ja, jetzt funktioniert es. Dann haben wir dort die Straße. Auch in Ordnung. Jetzt machen wir das Ganze noch zweigleisig. Ich würde mal sagen, in die Richtung. Also wenn wir gucken, wo hört der Bahnhof auf und wo fangen die Schienen an. Da einmal den. Und ich denke, hier wird es eine Brücke geben, früher oder später. Weil sonst, wir behindern halt unseren eigenen LKW-Verkehr. Das ist natürlich auch nicht unbedingt zielführend. So, hier unten durch. Und dann würde ich sagen, von hier kommend, hier runter. Habe ich heute noch gar nicht... Ah doch, es geht. Ich wollte gerade sagen, habe ich heute noch gar nicht groß gebaut. Dann haben wir die Brücke. Ja, ist natürlich klar, wenn wir folgen.
dann wird es dort halt dreigleisig. Kann man das nicht vielleicht sogar eher nicht andockend machen, sondern parallel? Würde heißen... Oh, nicht die Musik hier beenden. Nein, 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 mach hier einfach... mach hier mal den. Hier folgen. Okay, und dann eine separate Brücke daneben. Finde ich eigentlich fast besser. Einmal so. Wenn wir jetzt hier andocken nochmal... Wenn ich darf, lass mich mal. Ich habe schon ein Gleis hier. Nicht, dass ich wieder irgendwie diese Schotterdingens gelegt habe. Ne, funktioniert. Da kann ich aber die Brücke nicht aussuchen. Das ist natürlich doof. Ja, das ist natürlich ganz doof. Warum kann ich denn die Brücke nicht aussuchen? Da, für ein Momentchen. Hier könnte ich es. Mach mal hier irgendwie eine Güterzugbrücke hin. Was ist das denn? Moment. Nochmal. Man reiche mir nochmal mein Gleis. Ja, ich kann halt tatsächlich die Brücke... So kann ich die Brücke nicht auch so. Warum das denn? Das müsste doch eigentlich gehen. Ich habe halt das Gleis, damit ich da parallel bauen kann. Aber dann muss das weg. Irgendwie möchte das nicht funktionieren. Ja, jetzt sehen wir. Jetzt haben wir doch wieder den Effekt, dass ich noch nichts gebaut habe. Und deswegen jetzt hier natürlich das Ganze wieder nochmal geladen werden muss. Für einmal am Ende der Folge fast... Und nicht zu Beginn. Ja, ich weiß. Sollte ich... Ich muss es mir angewöhnen, dass ich zuerst mal noch eine Brücke baue, bevor ich was anderes mache. Wenn ich hier den habe... Ja, wir machen es anders. Und zwar folgendermaßen. Wir gehen hier mal rüber. Gerne gerade, eigentlich mehr oder weniger. Und zwar so. Machen hier die Biege und machen jetzt aber tatsächlich schon die Höhe. Und dann irgendwie hier rauf. Und wenn ich jetzt hier andocke, jetzt haben wir eben den Effekt. Jetzt müsste eigentlich gehen, dass ich hier eine andere Brücke haben kann. Zum Beispiel die hier. Eine Güterzugbrücke. Wobei, irgendwie komischerweise habe ich Lust auf eine grüne Brücke. Ich kann euch nicht mal sagen, warum. Aber irgendwie, weiß auch nicht, hier passt eine grüne Brücke hin. Frag mich nicht warum, aber die passt. Hier haben wir doch auch noch was Grünes. Wir gucken mal in Ruhe. Ja, haut mir jetzt alles nicht um. Hier haben wir auch noch was Grünes. Haut mir auch nicht um. Komischerweise. Das wird schon nicht zur anderen Brücke dann danach. Wehe. Ich muss noch mal gucken. Wir haben doch eigentlich so viele coole Brücken. Die hat was. Die ist nicht schlecht. Hier mit diesem Gitter, mit diesem Käfig fast schon. Lass mich mal machen. Bitte die Brücke beibehalten. Oh, jetzt behält es die Brücke nicht bei. Ist es denn, weil ich jetzt wahrscheinlich durchziehen soll? Ja, geht nicht. Wie sieht es aus, wenn ich es jetzt so mache? Ja, dann hätten wir sie. Zumindest von hier her haben wir sie. Nee, guck mal, die ändert sich. Ist es denn wahr? Wenn ich hier andocke, dann haben wir die grüne Brücke. Und hier wird sie zu anderen. Das ist ja doof. Naja gut, aber irgendwie könnte man es auch so lassen. Wobei, jetzt neige ich gerade dazu. Ja, ihr seht es wahrscheinlich auch. Hier sind wir natürlich... Ne, das kannst du vergessen. Da haben wir tatsächlich wieder dieses Gitterproblem. Das wird so nicht klappen. Und wisst ihr, was ich gerne hier hätte? Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Ein Damm. Hier wäre doch ein Damm eigentlich ganz nett. Guck mal schnell. Ja, gefällt mir besser. Mit dem Damm hier rauf, das hat wesentlich mehr. Gut, machen wir. Nehmen wir. Dann kann ich das hier abreißen. Das brauchen wir nicht mehr. Und dann folgen wir hier. Mit dem Damm wahrscheinlich. Ne, jetzt ist es tatsächlich mit der Brücke. Der Damm hört da hinten auf und hier wird dann aufgeschüttet. Das ist eigentlich so verkehrt nicht. Weil wir müssten irgendwie hier rüber. Ist das soweit richtig? Jawohl, sogar ein bisschen in die Richtung. Ne, wir gehen hier an die Brücke ran. Ich habe mich soeben entschieden. Wenn wir hier das Ganze so machen, da rein, dann könnte ich hier aber eigentlich schon noch was machen, oder nicht? Versuch's mal. Ja, dann geht's. Dann hängt hier aber tatsächlich allen Ernstes wieder irgendwie ein Gitter drin. Haben wir was ohne Gitter? Ja, das ist... Das ist auch Käse, da hängt doch auch was drin. Also wie doof ist das denn? Gibt's doch jetzt echt nicht. Irgendeine Brücke, die nicht irgendwie ein riesen Gitter hat?
wo das dann nicht drin hängt. Hier, da fährt der Zug. Also das hängt halt schon ein bisschen drin. Ich mach mal das. Baue es mal. Und dann baue ich das. Und dann ist egal, wenn das Gitter drin hängt, dann reißen wir das wieder ab. Okay, also das mal mitnehmen. Da ist es wieder am Stottern machen und tun. Lass mich die Brücke hier schnitzen. Geht nicht. Wenn ich hier so weitergehe. Warum da die Brücke nicht beibehalten wird, ich verstehe es tatsächlich nicht ganz. Ich fange mit der Brücke oder ich nehme hier das. Oh, interner Fehler. Es ist nur eine Brücke. Oh, jetzt ist die Musik weg. Nein, 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 nicht doch. Nein, nein, nicht doch. Nicht doch so kurz vor Schluss. Nein, nein, ich mache nur eine Brücke. Jo, abgestürzt. Irgendwie die Brücke, die war sowieso nicht schön, aber das Spiel hat sich gedacht, nö, ja, wenn die nicht schön ist, ja, dann stürzen wir doch mal ab. Keine Ahnung, weiß auch nicht. Muss jetzt den Bahnhof nochmal hinstellen. Ich habe das Autosave geladen, der stand nicht mehr. Da hinten habe ich den Bahnhof auch noch mal gemacht. Aber ansonsten ist hier noch nichts gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns das morgen nochmal in Ruhe an, wie wir hier mit den Gleisen vernünftig nach da unten kommen. Vielleicht ja doch irgendwie eher... Vielleicht sogar durch den Bahnhof durch und dann irgendwie durch die Stadt durch hier ein bisschen. Hätte vielleicht sogar mehr Reiz, wie hier bei der Brücke andocken. Ich würde sagen, wir verschieben das auf morgen und dann machen wir da was Vernünftiges. Ansonsten sehen wir, dass das hier soweit läuft. Wir haben hier ein bisschen Rohöl. Die produzieren hier ein bisschen, die produzieren hier auch ein bisschen. Ja, das kommt jetzt in die Gänge und dann kriegen die hier das Rohöl. Daraus können sie dann das Öl machen. Wir transportieren das ab, was ich jetzt noch ganz schnell machen möchte. Und zwar, wo war denn jetzt der andere Bahnhof gleich nochmal? Die Warenfabrik. Hier oben, wegen den Erzen. Ob das jetzt hier mal ein bisschen gebessert hat, dahingehend? Ja, so richtig noch nicht. Allerdings, wir haben auch nicht ewig lang jetzt schon gespielt. Aber man sieht, diese Erze, die kommen hier einfach nicht wirklich an. Kohle kommt an, Erze. Ja, die sind immer noch ein bisschen am Rummacken. Ja, ich weiß nicht, sollen wir da nochmal gucken? Hier ist eigentlich kein Stau, das funktioniert soweit. Die Züge rollen auch. Das ist eigentlich kein Ding. Schön, jetzt sehen wir auch gerade nochmal hier der Kipplaster. Oh, schaut mal, das sieht schon cool aus, tatsächlich. Sehr nett gemacht. Einmal Kipplastern, bitteschön. Dankeschön. Ja, wir lassen es laufen, weil viel mehr können wir nicht machen. Ich würde jetzt hier nicht nochmal, weiß ich nicht, was machen. Sondern wir müssen das jetzt einfach anlaufen lassen, das Ganze. Wenn wir hier gucken. Ja, die müssen halt auch mehr produzieren. Und die kommen halt auch erst in die Gänge. Ja, ganz klar. Da müssen wir Geduld haben. Gut, und hier hinten müssen wir nicht Geduld haben. Beziehungsweise, wo war es? Hier unten. Hier müssen wir nicht Geduld haben. Sondern hier müssen wir schauen. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Stau. Da habe ich aber auch erst gerade nochmal hier die Terminals zugeteilt. Das war auch nicht mehr. Nachdem das Spiel abgestürzt ist, der Ladepunkt war, bevor ich das gemacht habe. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja eben, wir lassen das mal laufen. Gucken morgen, wie wir hier mit den Gleisen verkehren. Wo wir durchgehen. Ich tendiere dann doch eher Richtung Stadt. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Und dann neigt sich dann hier langsam das Ganze dahingehend dem Ende zu, dass wir endlich an Waren rankommen. Da hinten kommt ein schneller Zug. Den würde ich gerne nehmen zum Tschüss sagen. Macht's gut. Ja, und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.